Hallöchen! Heute mal eine ganz ungewohnte Perspektive, denn ich sitze auf meinem Bett. Ja, hatte mir überlegt, dieses Video sogar ganz im Liegen zu drehen. Das macht's nicht besser. Deswegen sitze ich jetzt. Ich versuche es kurz zu halten. Ich hatte nämlich einen sehr unschönen Unfall. Und zwar mit Ausrutschen und Blödlanden und viel Schmerzen ist es verbunden. Eine Beckenprellung, aber nicht nur die, sondern auch noch eine Fraktur des Kreuzbeines. Und dementsprechend sollte ich mich recht viel ausruhen. Und da ist nicht jede Position angenehm. Und ja, jetzt hier auf dem Bett war es noch das Schönste, aber ich hatte keine bessere Perspektive als die von oben. Wie gesagt, ich dachte erst noch, ich liege vielleicht. Der Januar lief lesetechnisch richtig gut für mich, unter anderem auch deswegen, weil ich so viel gerade mich ausruhen soll. Und ja, da entweder unterwegs bin auf dem Weg zu Ärzten und da in den öffentlichen lese oder eben zu Hause doch auch mehr dazu gekommen bin. Deswegen möchte ich euch hier jetzt 8 gelesene Bücher vorstellen und ein angelesenes E-Book, das ich eventuell noch beende im Januar. Genaueres kriegt ihr dann aber mit am Ende. Und zuerst darf ich euch ein Buch einblenden, ein Cover von Maya Göppel, Unsere Welt neu denken. Eine Einladung. Das Ganze war ein Geschenk von der Patientin, die das gelesen hat und meinte, das wäre was Schönes, was Gutes für mich. Beziehungsweise sie hat es der Kollegin gegeben. Egal, am Ende des Tages habe ich mit nach Hause genommen, gelesen, Anfang des Jahres und sehr gut befunden. Die Sicht von Maya Göppel fand ich sehr interessant und wichtig, denn sie verknüpft so Themen wie Klimawandel und Politik miteinander, überhaupt demografische Entwicklungen und dergleichen. Also ja, Aspekte, die Soziologie betreffen, Politik betreffen, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Entwicklung der ganzen Menschheit ein Stück weit betreffen. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Vielleicht wollt ihr auch mal reingucken. Ich kann es so empfehlen. Auch ich finde, es ist eine gute Einladung, um sich mal mit den Themen auseinanderzusetzen. Denn sie betreffen uns alle irgendwie. Und manches darin war auch erschreckend. Ich will es gar nicht beschönigen. Aber ich fand es eben auch sehr wichtig, sich mit den Themen mal auseinanderzusetzen. Und manches davon, ja, arbeitet auch immer noch weiter in mir und stößt immer wieder so ein bisschen was an, damit ich mir überlege, so, gibt schon Themen, da lohnt es sich genau hinzuschauen und vielleicht noch mehr darüber zu erfahren oder sich zu informieren. Dann habe ich tatsächlich noch ein Weihnachtsbuch gelesen und zwar das Weihnachtsmärchen des Ben Polar. Ben Polar hat hier eine herrliche Geschichte und es tauchen nicht nur Ben Polar auf, sondern auch Lara und Nele, ihre Mutter. Lara ist zuckersüß und auch ja, Nele ist ganz toll. Und das sehe nicht nur ich so, sondern auch Ben Polar. Und die Zeit hier drin, so kurz sie auch war, war wunderschön. Ich habe das Ganze in einem Rutsch durchgesuchtet. Ich habe es ja absolut geliebt. Und es ist auch etwas, das werde ich bestimmt wieder zur Hand nehmen. Und passenderweise hat es da auch zu schneien hier bei mir angefangen. Also war ideal. Dieses Buch ist auch erst eingezogen im Januar und ich habe es direkt gelesen. Dann sind diese 3 großen Bücher hier auch bei mir eingezogen im Januar und ich habe sie direkt gelesen. Sie sind nämlich gar nicht so dick und sie sind herrlich illustriert. Ich habe jedes Mal reinfallen lassen. Erst in die Geschichte von Armstrong, eine Reise, eine Maus. Wir sehen hier aber auch Menschen. Und zwar nicht irgendwo nur eine Reise, sondern natürlich die Reise zum Mond. Und ich muss sagen, Torben Kuhlmann, absolut Favorite. Also ich liebe es, wie er illustriert, wie viel Bildwitz, wie viel Detailreichtum da dabei ist. Ich, ja, muss echt sagen, ich finde ihn wahnsinnig toll. Nicht nur bei Armstrong, sondern auch bei Lindberg, denn das war sein erstes Buch, Eine fliegende Maus. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Klappe ist immer wunderschön gestaltet. Hinten sind noch Zusatzinfos dabei. Wie toll diese Eule hier illustriert ist. Ich kann es gar nicht fassen. Und ich freue mich auf neue Werke von ihm. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade im Moment so ziemlich alles von ihm. Das ist dann das dritte Buch aus der Reihe quasi Einstein. Also das vierte Buch habe ich ja schon im Dezember gelesen, weil ich es schon vorher hatte. Die anderen 3 sind ja eingezogen aufgrund dessen, weil ich Einstein so toll fand. Und Edison ist nochmal ja, etwas dicker, etwas feiner.
Aber total schön gemacht. Ich liebe es, wie der Charme dieser Mäuse rüberkommt und wie auch ja, wichtige Details in der Geschichte oder in der Naturwissenschaft gerade gerückt werden und erklärt werden. Aber eben auch, wie schön das gemacht ist. Es ist so eine tolle Umsetzung. Ich möchte es total gerne mit jedem teilen, weil ich glaube, dass Ästhetik und Bilder und Kunst ganz viel machen können mit uns und gerade auch so wichtige Informationen nehmen wir, glaube ich, nochmal besser auf. Diese Mäuse erinnern mich außerdem auch an Ratatouille, beziehungsweise an Remy heißt er. Remy aus Ratatouille, die Ratte. Auch wenn Remy eine Ratte ist und hier geht es um Mäuse, trotzdem total süß und total toll. Also, wer ein bisschen Freude hat an Naturwissenschaften oder an schönen Bildern oder an den Illustrationen eben von Torben Kuhlmann, das ist absolute Empfehlung. So, dann blende ich euch hier noch ein Buchcover ein und zwar von John Gray. Der hat ein Buch geschrieben und das ist schon ziemlich lange her. Das kennen vielleicht auch, wenn ihr in meinem Alter seid, eure Eltern schon. Also, das ist mehr so ein Buch. Es könnte sein, dass ihr es bei euren Eltern irgendwo im Regal findet und euch wundert. Das hat auch gar kein spektakuläres Cover, zumindest meine Ausgabe hat es nicht. Meine Ausgabe ist einfach pink. Ich bin gespannt, welche ich finde zum hier einblenden. Ich habe es gefunden in der Buchhaltestelle, nee, Buchtelefonzelle, bei mir ganz in der Nähe. Und wie gesagt, eben definitiv schon eine ältere Ausgabe. Und das, obwohl das garantiert Jahre später nochmal rausgebracht wurde in der Auflage oder in der Ausgabe. Der Titel Männer sind anders, Frauen auch. Oder auch der Originaltitel Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus sagt schon viel aus. Es geht um Frauen und um Männer, es geht um Beziehungen, es geht um Eigenheiten, um Differenzen, aber eigentlich auch um ganz viel zu entdecken. Ich habe mich sehr gefreut, ganz viel zu lernen und auch ganz viel mitzunehmen, egal für welche Art von Beziehung und auch um im Nachhinein so manche Situationen besser zu verstehen. Das Buch habe ich angefangen schon im Oktober, November, Dezember, irgendwann. Und habe es immer mal wieder zur Hand genommen und zur Seite gelegt. Aus dem Aspekt, dass ich manches erst verarbeiten musste. Das hat so seine Zeit gebraucht und hat auch in mir weitergearbeitet, wird es auch noch weiterhin. Und aber auch, weil es immer mal wieder einen Sog entwickelt hat und ich habe ganz viel gelesen daraus, also am Stück so inhaliert. Und dann habe ich aber auch gemerkt, es war jetzt genug Info. Ich brauche mal wieder eine Zeit, in der ich das verarbeite. Und oft genug ist es bei diesem Buch auch gewesen, dass ich es genau dann zur Hand genommen habe und genau das gelesen habe, was gerade wichtig war. Deswegen wusste irgendwie das Schicksal schon, was es mir da zeigt und was es mir da genau gibt in dem Moment. Das heißt, ich hatte auch gar nicht den Ansporn, das ganz schnell zu lesen. Das war jetzt eben die Zeit, dass es jetzt eben im Januar soweit war. Es ist mittlerweile nicht mehr bei mir, weil ich es schon wieder weiter verliehen habe, damit andere Menschen auch etwas daraus lernen können. Und ich freue mich sehr darauf oder darüber, denn ich glaube, auch wenn es schon älter ist und vielleicht gar nicht so modern und toll und neu erscheint, auch die Ansichten darin sind gar nicht so modern und toll und neu, wobei sie recht modern sind für die Zeit, in der es entstanden ist. Kann ich nur sagen, es ist für jeden, der sich dafür ein bisschen interessiert und der ein bisschen reflektiert, sich selber und auch das Handeln der anderen und auch mehr darüber wissen und erfahren will, der findet darin garantiert irgendwie was Neues oder was Spannendes. Also kann ich es nur empfehlen. Ebenfalls mit Beziehungen, auf eine gewisse Art und Weise hat das Buch auch zu tun von Guy Winch, How to Fix a Broken Heart. Natürlich geht es hier eher um die Trennung und nicht um das, wie ist man zusammen oder wie bleibt man zusammen oder wie auch immer, sondern eben eher, wie ist es danach, wenn sowas sich trennt. Fand ich wahnsinnig spannend, da der Autor darauf eingeht, was er auch erfahren hat in seiner Praxis als Psychiater oder Psychologe oder Psychotherapeut. Die Begrifflichkeiten sind auch ein bisschen anders, glaube ich, im Englischen. Auf jeden Fall hat er in seiner Praxis verschiedene Geschichten erlebt und geht da vor allem auf die Geschichten ein, die seiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Also zum Beispiel eine Frau, die viel durchgemacht hat und die dann ein halbes Jahr ungefähr jemanden kennenlernt und dann ein Stück weit erwartet, dass sie einen Antrag kriegt. Und das ist genau das Gegenteil, dieser jemand trennt sich. Oder eben auch, wenn es darum geht, dass ein Tier, ein sehr geliebtes Haustier, ein Hund zum Beispiel stirbt, weil auch das ganz viel mit einem Menschen machen kann, aber die Aufmerksamkeit der Gesellschaft nicht dafür da ist. Ebenso wenig von Arbeitgeberseite. Das heißt, wenn das Tier stirbt, hat da ein Arbeitgeber in der Regel kein Verständnis dafür. Wenn aber die Ehefrau stirbt, vielleicht schon. Oder wenn das eigene Kind stirbt oder wie auch immer.
Ich will das gar nicht irgendwo bewerten, in Beziehung setzen, priorisieren, sonst wie, sondern einfach nur sagen, hier geht es eben eher um die Fälle, die nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Und ich finde es gut, dass es die gibt. Also, dass es die Aufmerksamkeit hier, dem Buch dafür gibt. Das Ganze ist eigentlich ein TED-Talk. Ein TED-Talk ist immer auf eine Zeit begrenzt. Hier steckt natürlich deutlich mehr drin. Wer sich aber eben diesen TED-Talk angucken möchte, muss einfach nur nach Guy Winch suchen. Ich glaube, der heißt sogar auch How to Fix a Broken Heart, dieser Talk. Genau, der hat einen anderen gemacht, einen TED-Talk, Why We All Need to Practice Emotional First Aid. Und ich habe auch ein Buch von ihm, das heißt auch Emotional First Aid. Das ist die Geschichte dahinter zu diesem Buch. Wie steht es da? Ja, oder auf TED.com kann man sich wohl auch den TED-Talk angucken. Nicht nur auf YouTube, ich glaube, ich habe ihn auf YouTube gesehen. How to Fix a Broken Heart. Also ganz spannende Ansätze, was man auch dann tun sollte, was ihm weiterhelfen kann danach und ja, wie es weitergeht quasi. Mir war der Anteil dessen, was er erzählt hat über Patientengeschichten oder eben über die Geschichten der Menschen, die zu ihm kommen, war sehr groß und fast ein Stück weit sehr ausführlich. Ich hätte mir fast gehofft, es ist noch ein größerer Anteil dessen dabei, was man dann wirklich macht. So wie der Titel es eigentlich verrät. Das heißt, ich war jetzt nicht völlig enttäuscht, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Und vielleicht muss ich das aber auch noch ein bisschen wirken lassen in mir. Wer weiß. Ich glaube, auch jeder hat irgendwann in seinem Leben mal ein gebrochenes Herz und keiner kommt da so richtig drum rum. Deswegen finde ich die Thematik grundsätzlich sehr spannend und sehr wichtig, denn ja, nicht nur wie manche eine Romanfigur mal ein gebrochenes Herz hat, haben wir das im Leben auch. Und darüber darf auch gesprochen werden. Ich habe den Eindruck, manchmal ist das ein ziemlich großes Tabuthema. Und ich darf alte Sorten von Ewald Ahrens hochhalten. Ich bin so froh und stolz, dass ich dieses Buch gelesen habe. Nicht nur, weil ich Ewald Ahrens persönlich kenne oder weil ich dieses Buch von allen Seiten hochgelobt gehört, gewusst habe. Oder nicht nur deswegen, weil es erst seit kurzem bei mir ist, nämlich seit Weihnachten 2020, sondern auch, weil es eins der 12 Books in 12 Months ist. Schwieriges Wort. Also eines meiner 12 Bücher. Und ich habe schon eins erledigt, das ist sehr gut. Das heißt, ich bin just in time und das ist gut so. Für meinen eigenen Seelenfrieden. Wir lernen hier in diesem Buch Liz und Sally kennen. Sally ist ein ganz junges Mädchen, das ausbüxt und zwar aus einer Klinik, in der sie eigentlich wegen ja, ihrer psychischen Probleme drin ist und soll quasi wieder auf die richtige Spur der Gesellschaft gebracht werden. Liz selbst ist eine Frau, die alleine wohnt auf einem Hof, die durchaus ihre Geheimnisse hat, ihr eigenes Leben, so ihr eigenes Mysterium und die Sally aufliest an einem Weinberg. Die beiden kommen relativ ohne Abmachung oder ohne ja, größeres Besprechen der Situation, kommen sie an den Punkt, dass Sally bei Liz schläft und quasi auch durchgefüttert wird und Liz stellt keine Fragen. Das kennt Sally so nicht und wird immer mal wieder auch konfrontiert damit, dass sie glaubt, dass sich alles, was andere Menschen tun, für sie gleich wie Therapie anfühlt und als ob jeder sie versuchen würde, in so eine gewisse Spur zu zwingen. Ich fand die Atmosphäre in diesem Buch herrlich. Es ist durchaus eher ruhig. Ich finde aber trotzdem, es passiert auch einiges da drin. Mit mir ist ganz viel passiert, denn ich habe mich an ganz tolle Sachen erinnert gefühlt aus meiner Kindheit. In meiner Kindheit waren wir öfter im Urlaub auch auf einem Bauernhof und haben dort eben ja, im Stall gespielt. Dieser Kuh- und Landgeruch und Geräusche, die es dort gibt und Grillen, die zirpen und ja, das frisch gemähte Heu oder das, ich weiß nicht, allein die Tiere, die es da gibt, allein die Geräusche. Es war ein ganz kleines Dorf, ein richtig, richtig kleines Dorf. Und da war eben nur Land drumherum und Berg. Und das war schon auch herrlich, einfach diese Zeit. Und mich hat es immer runtergebracht. Ich habe ja, mich da immer sehr wohl gefühlt, sehr aufgehoben gefühlt. Und hier in diesem Buch eben auch. Vieles hat mich erinnert. Und gleichzeitig hat es aber auch aufgezeigt, dass hinter diesen ruhigen Fassaden auch ganz viel anderes noch stecken kann. Und manchmal so ein brodelnder Vulkan wie eine Sally dann auch mal ausbrechen kann. Und was eben da so passiert und was es für Traditionen gibt und was es immer noch für Traditionen gibt und was einen manchmal so ein bisschen verblüfft dastehen lässt und man denkt so, das gibt es doch gar nicht mehr auf dieser Welt, aber sowas gibt es doch und ja, das gibt einem so eine gewisse Form von Vertrautheit und Sicherheit,
auch wenn wir sie gar nicht so dringend in dem Moment so bräuchten. Und man sich auch gewiss sein kann, dass manche Dinge ändern sich nicht so schnell, egal wie schnell sich das für mich in meinem Alter zumindest ändert. Trotzdem, auf dem Land, auf so einem Dorf, da ändert sich manches eben nicht so schnell. Und da gucken auch mal die Nachbarn. Und, also es ist, da steckt so viel da drin, dass ich das richtig toll finde. Ein richtig toller Schatz für mich zumindest, für mein Herz. Ich habe mich sehr, sehr abgeholt gefühlt, muss ich sagen. Gerade in dem Moment, in dem ich wenig machen kann, mein ruhiges Buch auszuhalten und gleichzeitig mich so erinnert zu fühlen. Das war wahnsinnig toll. Ja. Was es auch mit den beiden macht, eine herrliche Geschichte. Ich freue mich sehr, dass ich es lesen durfte. Und wann entsteht wirklich Nähe? Wirkliche Nähe. Alte Sorten ist ein Roman, der entschleunigt und den Blick auf das Wesentliche lenkt. Absolut. Ich empfehle es euch allen, ein absolutes Highlight für mich und ich hoffe auch jedes meiner anderen 12 Bücher wird noch so ein Highlight. Ganz zum Schluss darf ich noch ein Buch hier einblenden. Das lese ich gerade auf meinem Tolino. Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Die meisten kennen es vielleicht, denn auch dieses Buch ist nicht so unbekannt. Ich habe es aber erst jetzt zur Hand genommen. Nochmal aufgrund einer Empfehlung eines Patienten. So oft mache ich das nicht, dass ich direkt dieses Buch aus der Hand nehme oder dann eben als E-Book kaufe und lese oder anfange zu lesen, aber manchmal eben schon und deswegen ist es da eben auch so passiert. Es lag jetzt aber noch ein bisschen, weil ich zwischendrin alte Sorten gelesen habe. Deswegen werde ich das jetzt noch beenden bis Ende Januar. Ich werde euch hier gerne noch einen Text einfügen oder zumindest eine Empfehlung, wie auch immer, wenn ich die denn dann habe. Und dann seht ihr, wie es mir gefallen hat. Ich hoffe, denke nicht, dass ich noch was anderes lesen werde im Januar. Das heißt, ich hoffe. Also schön wäre es natürlich schon, aber ich muss es nicht auf Teufel komm raus. Das wird dann alles sonst einfach in den Februar reingenommen, selbst wenn ich es noch am 31. Januar lese, weil ja, ich dann in Ruhe darüber erzählen möchte. Dann hoffentlich auch schon wieder ein bisschen anders mit anderer Kulisse etc. pp. Ich hatte eigentlich das ja mir schon sehr schön eingerichtet in meiner Ecke vor meinen Regalen, aber das ging jetzt eben heute sehr schlecht für mich da so zu sitzen. Deswegen ganz andere Perspektive. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen ersten Lesemonat im Jahr 2021. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder mit ja, ganz tollen Büchern. Schreibt mir gerne eure Highlights aus dem Januar. Für mich war ja jedes Buch irgendwie in diesem Monat Highlight. Und dann werden wir mal sehen, wie das Jahr so weiterläuft. In Zukunft kommen noch ein paar Videos und auch davor jetzt waren Videos, in denen war die Kulisse anders als hier, weil es entweder vorgedrehte Videos waren oder ganz alte Videos noch aus dem letzten Jahr. Dementsprechend nicht wundern. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Video so in der Form und Art und es werden dann wieder andere Positionen und Situationen. Hoffentlich auch irgendwann wieder ein Vlog. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn ich das wieder hinkriege. Mal schauen, wie lange ich jetzt noch krankgeschrieben bin und wie das so läuft. Vielleicht nehme ich euch übernächste Woche mal mit. Oder nächste. Naja, wir werden sehen. Bis dahin, habt eine tolle Zeit und ja, lest gute Bücher. Und seid vorsichtig. Bitte. Immer. Tschüss.